So, damit startet bei mir die finale Aufnahme. Die nächsten 5 Folgen sind nur noch 10 Minuten lang. Weil ich weiß nicht mehr direkt, was ich machen soll. Deswegen kriegt ihr trotzdem noch bis Folge 100 pure Unterhaltung, aber nicht mehr komplett lang. Aber vorher habe ich noch eine kleine Frage. Es gibt jetzt auf YouTube solche neuen Einblendungen. Angeblich habe ich gelesen, solche, wie so irgendwelche Karten. Kann ich jetzt einblenden oder ist es eine Umfrage? So, und zwar geht es in dieser Umfrage darum, wir haben nicht immer überlegt, wie wir nun damit weitergehen mit dem Projekt. Ihr mögt ja alle Twainführer. Das ist ja bekanntlicherweise klar. So, und ich habe ja nicht mehr so die Lust aktuell auf Twain Fever. Und jetzt habe ich mal so um die Runde gefragt, ob bei uns denn jemand anderes Twain Fever aufnehmen würde. Also weil ich gesagt, ja, Twain Fever weiter. Mit mir wird es auf keinen Fall. Jetzt ist die Frage, wollt ihr, dass wir das Projekt komplett einstellen, also dass ich das einstelle und danach ist also wirklich finito. Vielleicht habe ich in einem Jahr mal wieder Lust, keine Ahnung. Oder wollt ihr, dass jemand anderes von uns Twain Fever spielt? Das heißt, es würde sich, wenn, dann auf den Felix hinauslaufen. Also das ist jetzt mal die Frage, die mich da größtenteils interessieren würde. Das könnt ihr mal in dieser komischen Karte, die jetzt hier irgendwie eingeblendet wird, dafür müsst ihr aber diese Infokarten heißen die. Dafür müsst ihr aber unten rechts jetzt, also da unter dem Video, jetzt mal hier diesen komischen, dieses Rausrad anklicken und Anmerkungen einschalten. So, dann müsste sich da eine Umfrage einblenden und die könnt ihr mal beantworten. Die kommen so viele Leute her. Gut. Was wir in den nächsten 6 Folgen noch machen werden. Das Pferd. Das Pferd. Ja. Ist. Also Folge 100 sowieso erstmal nur gucken hier und nochmal ein bisschen umgucken. Vielleicht habe ich da noch eine Kleinigkeit vorbereitet. So, und heute. Also die Folge 95, 96, 97, 98, 99. Also die 5 Folgen gehen nur 10 Minuten lang. Und wir wollen hier mal noch ein bisschen bauen. Guck mal hier zum Beispiel, können wir gleich mal machen. Mal noch die Straße fortführen. Ach, und da fällt mir ein, eigentlich müsste man hier was aufrüsten. Zwar auf elektrisch. So. Hatten wir hier alles auf elektrisch ausgerüstet? Ne, hier zum Beispiel nicht. Hä, ich habe doch hier große Straße. Aha. Warum nicht gleich so? So. Alles schön elektrisch. Hier habe ich schon alles. Noch mal kurz durchgucken. Warum ist das eigentlich keine große Straße? Könnte ich hier würde sogar funktionieren. Hier nicht, dann brauchen wir es ja auch nicht. Hier haben wir auch schon Oberleitung. Hier noch keine. Setzen wir die Oma noch hin. Realistisch wäre es jetzt eigentlich, wenn die Straßenbahn dann auch dort nicht fahren könnte. Aber ich glaube, es ist dann schon mal zu viel Realismus, den ich mir wünsche. Wo es aber der Eisenbahn theoretisch auch funktioniert, ne? Also warum dann nicht bei der Straßenbahn? Wurde das Stück hier zu eigentlich rangefahren? Nee. Da kann das auch weg, wenn wir es nicht brauchen. So. Ich
Hier auch noch ein bisschen was. Den gehen wir auch noch mit durch. Wir werden gleich mal die ganzen Straßen, die noch alt sind, wieder auf neu aufgerüstet. Hier geht's nicht. So, hier hab ich schon. Dann fehlt jetzt hier noch. Nee, hier ist auch schon. Nee, hier war noch nicht. So, hier fehlt noch ein bisschen was. Und hier haben wir es. Achso, das ist eine kleine Straße. Bahnübergang geht natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Dafür geht die Strecke hier. So, so, so. Hier oder mit rum. Sieht man gleich mal schön, was wir für ein Straßenbahnnetz eigentlich gebaut haben. Eigentlich ein riesen Ding, wenn ich das so richtig sehe. Blickt der Kehlschwein mehr durch. Und so wie ich mich kenne, fahrt du alles hier schön im Minus. Hier wegen der Kostenersparnis kommt das weg. Brauchen wir halt nicht. So. Oh, was habe ich denn hier gebaut? Hier nochmal durch. Gucken wir erstmal hier hoch. Oh Mann, also. Ich habe das Gefühl, übertreiben könnte ich schon immer ein bisschen. So, jetzt war ich oben stehen geblieben, glaube ich. Das habe ich. Jetzt geht's hier weiter. Hier geht's auch noch runter. Fahrt ihr überhaupt noch lang? So ist sinnlos manche Strecken, die ich hier gebaut habe. So. Och ne, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist mir zu viel. Ich habe jetzt hier zwei Städte, was ja eigentlich eine ist. Schade, dass ich, echt schade, dass ich das nicht geschafft habe, ne? 200 Jahre spiele ich jetzt schon hier. Ich habe 1850 Club angefangen, ne? Dass ich das bisher nicht geschafft habe. Das ist echt ärgerlich eigentlich, wenn man das so sieht. So, was ist denn hier los? Warum nimmt denn das ganze Öl mit? Das ist alles auf der falschen Strecke, ne?
alles auf der falschen Strecke. Gut. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann nochmal hier um die Ecke Hauptbahnhof. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.